Ich möchte zur Abwechslung eine Geschichte vorlesen. Und zwar spielt sie auf einem ganz anderen Ort. Ganz anderen Ort, den Mars, wie es ihn nie gegeben hat und vielleicht auch nie geben wird. Lorenz Reh, Rosengarten. Tankreds Gleiter hielt auf dem großen leeren Platz vor dem Haupttor des Rosengartens. Die Trostlosigkeit und Ödnis der marsianischen Trockensteppe um diese Jahreszeit wurde nicht durch die geometrische Regelmäßigkeit des Vorplatzes gemildert. Tankred fühlte sich zum ersten Mal als Teil dieser Landschaft. Er hatte alles verloren. Sein letztes Geld hatte er im Casino verspielt. Es hatte so kommen müssen. Das war in seinen Augen nur folgerichtig. Er fühlte die Sinnlosigkeit seiner Existenz. Selbst sein Geschäft mit Parfümen, Luxusartikeln und Kunst hatte für ihn schon lange seinen Reiz verloren. Nachdem jede große Familie die eigenen städtegroßen Besitzungen plünderte und verkaufte, um sich damit am Leben zu erhalten, konnten sie Tankreds Waren kaum noch leisten. Er hatte den Mars mit anderen seines Schlages aus dem dorösen Schlaf geweckt, doch nun fühlte er sich komplett überflüssig. Die außerweltlichen Mächte, vor allem die Allianz und das Handelshaus der Suisse, hatten buchstäblich im Orbit darauf gelauert, auf dem Mars Fuß fassen zu können. Und mit Tankreds Stimme im Rat unter seiner Einflussnahme hatte die Mehrheit im Parlament für die Öffnung der Märkte und zum Beitritt der Allianz gestimmt. So wurde er in einen Strudel von Ereignissen hineingezogen. Anfangs genoss er es, ein Teil davon zu sein, und verdiente so viel wie noch nie. Aber dann war der Markt schnell gesättigt und viele der wohlhabenden Marsianer hatten bald kein Geld mehr und verschuldeten sich. Tankreds Überdruss wurde immer stärker, auch weil er seine Geschäftsgrundlage verlor. Er empfand keine Reue, aber er konnte selbst nicht glücklich sein, wenn seine Kunden, zu denen er sich immer noch zugehörig fühlte, wenn es ihnen schlecht ging. Nun war er hier vor einem der Wunder des Mars, einem seiner Lieblingsplätze. Er läutete am Besuchereingang und blickte in die Kamera. Das Tor öffnet sich schnell zum überdachten Eingangsbereich. Hier war der Duft des Rosengartens noch sehr schwach, aber schon eine Verheißung auf Kommendes. Der Pförtner, der nun aus der Loge trat, trug wie alle Alt-Tagestier ein braunrotes, knöchellanges Gewand. Er blickte irritiert. Herr Tankred, wo haben Sie? Ich habe kein Blut dabei, außer meinem eigenen natürlich. Sie möchten wirklich unseren Garten besuchen? Der Pförtner war jetzt mehr als reserviert und Tankred konnte ihn gut verstehen. Es ist mein Wunsch und der Preis dafür ist zweitrangig, antwortete er mit der ganzen Energie, die er noch aufbringen konnte. Der Pförtner verschwand wieder in der Loge. Nach einer halben Ewigkeit kam er wieder raus. Gut, Sie haben die Erlaubnis. Mit einem mechanischen Klacken ging die Tür zum Garten auf. Tankred atmete durch. Dann trat er ein und der angenehme Duft von tausenden Rosen begann ihn zu umfächeln. Hier, am Rand des Gartens, waren die bekannteren Sorten angepflanzt. Sie trugen alle Namen, die auf kleinen Schildern vor ihnen standen. Zwar verkauften die Alt-Tagestier, die den Garten betrieben, immer mal wieder ihre neuen Züchtungen, aber sie gingen hier vor Ort am besten. Sie setzten die Tradition von Lorien, der Erbauerin des Gartens, fort. Einer Sage nach soll sie auf den Gedanken gekommen sein, diese Blutrosen zu züchten, als sie sich an einem Dorn gestochen hatte. Das würde zu dieser genialen, wie wahnsinnigen Magierin der Genetik passen, die einst den halben Mars beherrschte. Davon abgesehen gab es auf dem Mars nicht viel Wasser. Schon beim Anblick des ersten Rosenbusches
der dicht besetzt rote, ins Violett übergehende Blüten trug, fiel alle Last von Tancred ab. Er ging langsam auf ihn zu, um an einer Blüte zu riechen. Er beugte sich vor und sein Blick verlor sich in den dichten labyrinthischen Aufbau der Blütenblätter. Der Mitte entströmte ein Duft, der ihn an die erste Begegnung mit seiner Frau erinnerte. Sie kam damals als Kundin in seinem Geschäft und sie roch so unvergleichlich nach einem Obstgarten, einem Garten, den er gerne selbst betreten wollte. Tancred schlenderte langsam weiter den Stauden entlang, folgte willkürlich den mit Regolith ausgelegten Wegen. Die Sträucher erreichten meistens nur Schulterhöhe, sodass er weit in den Garten hineinblicken konnte. Soweit er sehen konnte, war er der einzige Besucher zu dieser Stunde. Er wusste, dass nicht mehr viele den großen Garten aufsuchten. Er sah einigen Alt-Tagestiern zu, wie sie die Rosen schnitten und sie auch mit einem Blutwassergemisch gossen. Ja, das ist zum Teil ihr eigenes. Varsol, der Hochmeister der Alt-Tagestier und Obergärtner, war unvermittelt neben Tancred getreten. Er hatte die ledrige Haut eines umweltangepassten Marsianers, die im Alter statt faltig riesig wurde. Er trug ein schlichtes Gewand aus grobem Stoff, das ihm bis zu den Füßen reichte. Es hatte die Farbe der Rosensorte Kosmos, einer Rosensorte mit tiefblauen Blüten, deren Duft angenehm und doch so exotisch war, dass man ihn kaum beschreiben konnte. Seien Sie gegrüßt, Meister Varsol. Grüße Sie auch, Herr Tancred. Sie wollen also heute selbst Blut spenden? Fragte der Hochmeister vorsichtig. Tancred lächelte schwach. Sie wissen doch, was ich will. Ich bedauere das. Sie gehören zu unseren größten Unterstützern und unseren treuesten Besuchern. Nun also wollen Sie uns einen letzten Besuch abstatten und gleichzeitig einen Dienst erweisen? So kann man es sagen. Sie kennen meine Situation. Varsol nickte nur. Dann sollten wir zum Auge gehen. Und dort werden wir es hinter uns bringen. Endlich, fügte Tancred in Gedanken hinzu. Sein Leben ging zu Ende und es sollte angenehm zu Ende gehen. Sie betraten das Auge, das so hieß, weil der Garten von ganz weit oben aus großer Höhe aussah wie das Antlitz einer Frau im Halbprofil. Die Iris des Auges bestand aus verschiedenen Rosenstöcken. Während die Pupille aus einem dunkelgrauen sich aufwölbenden Steingatte stand. Auf ihr konnte man den Garten überblicken, sodass sich dem Betrachter auch auf dem Boden seine Einzigartigkeit erschloss. Tancred musste unwillkürlich aufseufzen. Direkt um die Pupille waren die schönsten und am stärksten dufteten Rosen angepflanzt. Der Duft machte ihn schier trunken. Er hatte etwas von einer Droge, die einem glauben machte, man sei im Paradies. Die Pulsadern, der Hochmeister machte sich wieder bemerkbar. Ja, sagte Tancred nur. Sie werden kaum etwas spüren, bemerkte Varsol beruhigend. Der Hochmeister hatte ein Messer mit geschwungener Klinge aus dem Gewand gezogen. Tancred krempelte die Ärmel bis zum Ellbogen hoch. Er wollte nicht, dass seine Kleidung von Blut besudelt wurde. Ein Gärtner trat lautlos mit einem Liegestuhl und den Tanz für das Blut auf die Pupille. Er trug einen Nasenfilter, zeigte sich deshalb unberührt von dem Duft. Er verschwand schnell wieder und dann waren Tancred und Varsol wieder allein. Der letzte Akt konnte beginnen. Tancred setzte sich.
wenn er die Augen schloss, glaubte er in einem Meer aus Rosenblättern zu schwimmen. Wohlbehagen breitete sich in ihm aus. Er konnte jetzt loslassen. Er richtete seinen Blick auf die Rosen direkt am Rand der Steinplatte. Die Blütenköpfe waren gelb und rot, beide Farbtöne verschwanden ineinander. Er spürte, wie der Hochmeister seine Hand ergriff und dann danach einen kurzen Schmerz wie von einer Spritze. Dann an der anderen Hand denselben Stich. Möchten Sie allein sein? Bleiben Sie hier, bitte. Das wäre mir recht. Wie Sie wünschen. Basel sprach mit ihm jetzt so sanft wie zu einem Freund. In seiner Stimmung schwang Respekt und Anteilnahme mit. Tancred wurde langsam schwächer, spürte kaum noch seinen Körper, aber der Duft war nur immer noch um ihn. Ein leichter Wind blies ihm ins Gesicht, der immer stärker wurde und in seinen Ohren rauschte, bis das Rauschen alle anderen Wahrnehmungen verdrängte.